da jetzt lang und zum Teleporter. Dann sind wir am Anfang, holen uns noch wahrscheinlich die letzte Muschel ab und dann sind wir auch schon beim Boss. War ja hier, ne? Ja. Gut. Ah, dann wüsste ich schon mal... Oh je. Dann wüsste ich schon mal direkt, dass wir noch einen Herzteiler gattern könnten, jetzt wo wir tauchen können. Einmal beamen, bitte. Dankeschön! Ganz nach rechts. Gegner da sind ja schon ein bisschen nervig viel. Ne? Ah! Springt der mir direkt ins Gesicht, ey. Frech! Goodie. Lass mal alles hier aus dem Weg ein bisschen schaffen. Der ja soll wegfliegen. Perfekt, das ist doch... Das läuft doch wie geschmiert. Noch eine Fee. Die hätte ich gern. Es gibt keine Muschel hier. Was soll das denn? Was soll denn das hier jetzt? Ich muss jetzt noch einmal gucken, was da hinten ist. Ah, da können wir auch lang. Gut. Fast vergessen hier den Weg. Es gibt bestimmt noch eine Muschel. Zumindest gibt es mal noch einen Schlüssel, und zwar der, der runtergefallen ist. Wo können wir den denn einsetzen? Es gibt doch nur eine Ebene. Wir haben hier noch, ne? Wo ist das denn? Ah, ja, 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 ich erinnere mich. Wieder zum Teleporter zurück. 2D schwimmen. Hat er eigentlich da das Kokiri-Schwert oder hat er ein anderes Schwert? Ach, guck mal da, wir können sogar zurück. Vielleicht sogar... Oh, nie wieder untergehen, Freunde, das ermöglicht uns so einiges. Viel angenehmer jetzt, wo wir noch schwimmen können. Das war richtig. Darunter. Ja. Ich muss so oft auf die Karte gucken, ne? Ich habe halt einfach keinen Orientierungssinn ohne Karte. Es ist sowas von mega heftig. Huah. Eine meiner Schwächen. Wie süß er da immer mit den Schwimmflossen ist, ne? So. Du lässt mich nicht vorbei, hä? Wir können also unter Wasser kämpfen, zumindest seitlich. Wir können auch nach oben, nach unten schlagen. Aha! Wir müssen ja eh da lang, um zum Endboss zu kommen, seht ihr? Ja! Ein weiterer Tempel, der sich uns ergeben hat. Hoffentlich ist der Boss nicht so nervig wie der letzte. Nee, ich wollte da noch gar nicht hin. Ich wollte gucken, ob man noch irgendwas hier rumschieben kann. Nein. Gut! Vierter Tempel, vierter Boss.
geht nach unten. Muss ich jetzt schwimmen? In 2D. Oh ja, genau. Blubber, blubber, blub, blub, Futter, blub, blub. Piranha Killer. Oh, das ist aber ein einfallsreicher Name. Hier so ein bisschen ausweichen. Er macht dieselben Geräusche wie der dritte Boss aus Majora's Mask, der seltsame Fisch. Oder halt andersrum. Ja, der war jetzt aber nicht wirklich mega beeindruckend, wenn ihr mich fragt. Wenn es der Endboss war, dann war das, das war er sogar. Amazing! Ja. Du hast einen Herzcontainer erhalten. Yay, wir haben wieder ein Herz dazu gewonnen. Da sind wir jetzt bei 10. Mit dem Herzheld, das wir uns dann demnächst mit dem Schwimmen noch krallen können, sind wir schon bei 11. 10 kann er. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, gut, nicht, dass ich irgendwie Bullshit labere oder sowas. So, jetzt müssen wir uns nur noch das Instrument krallen und dann sind wir hier auch schon durch. Eine Harfe! Du hast die Neptunharfe erhalten. Ja! Voll die Mega-Magic. Bucht. Dein Weg führt dich zur Bucht. Dann gehen wir zur Bucht. Hoi, 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 hululu, hululu. Der Weg führt dich zur Bucht. Das wird wahrscheinlich hier irgendwo sein, ne? Das sieht doch so buchtmäßig aus. Jetzt habe ich mir das Herzteil aber eben nicht markiert. Ah, wo das war. Es könnte natürlich auch hier sein, einfach, wo ich ein Herzteil markiert habe, ne? Das gucken wir gerade noch. Ui. Aber jetzt können wir schwimmen, jetzt ist ja eigentlich wurscht. Ist irgendein Fisch abgebildet? Was bist du denn? Hallo, bist du nett? Ich bin Mambo, Kind des Sonnenfischs. Hast du schon eine Ocarina gefunden? Ja. Gut, dann kann ich dir jetzt meinen Song beibringen. Blub. Wow. Du hast Mambos Mambo gelernt. Spiel ihn, wenn du aus dem Wasser kommst. Ach du Heiliger, wie geil war das denn? Spielst du meinen Mambo, kannst du zu einem Teleporter auf der Insel reisen. Oh, wie geil! Probier es einmal in den Labyrinthen. Probier es auch einmal in den Labyrinthen aus. Und zur Feier dieses besonderen Tages erlaube ich dir auch noch, dich zu Mambos Teich zu teleportieren. Mambo! Wie geil! Mambo hat uns jetzt gerade einfach mal die Reise hier nochmal um einiges erleichtert. Danke, Mambo! Kriegen wir einen Mambo-Mambo in den Chat, Freunde? Das war ja amazing, ey. Ah, unter irgendeiner Brücke muss auch noch ein Versteck sein. Wow! Eine ganz andere Art zu reisen jetzt hier mit dem Wasser. Es kann uns außer mit dem Fanghaken, wo wir quasi nichts machen können, nichts mehr überraschen. Mambo, Mambo!
Schon geil. Danke, Mambo. So, da können wir jetzt runter zu dem Wald, aber da müssen wir nicht hin. Ich würde jetzt gern tatsächlich zum Dorf und dann dort zu dem Weg. Wählen wir das einfach mal aus. Geil, guck mal da, wir können tatsächlich... Oh, das ist so angenehm. Oh, das ist angenehm. Ach, wir können uns jetzt immer hin und her teleportieren mit Mambo, Mambo. Nice. Was bist du denn? So reden? Was ist denn mit dir? Rosa Geil. Folgt der mich gerade? Bestimmt zum Friedhof oder so. Beste Mambo-Meme. Guck mal da. Snobbit, was er da gemacht hat, ey. zum Weg, da wollte ich hin, genau. Da ist es doch, das Herzteil, das ich eben meinte. Und somit haben wir jetzt auch 11 Herzen. Die zweite Reihe fängt an. Die zweite Reihe, sie fängt jetzt an. Ja, 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 ja. Ich würde fast sagen, wir schwimmen da einfach mal direkt runter. Wobei der Geist hier echt aussieht, als will er zum Friedhof, ne? Da muss man drunter durchtauchen. Ups. Eine Meerjungfrau! Ich bin hierher gekommen, als mir eine Welle meine Perlenkette vom Hals gerissen hat. Wenn du sie findest, schenke ich dir eine Schuppe von mir. Eine Perlenkette. Aua. Sind das wirklich Sora? Das ist doch gemein. Komme ich da rein schon? Die Statue von der Meerjungfrau. Das Gewand holst du dir auch heute? Ist cool, ne? Grüße übrigens, Fetzer. Eine Schuppe? Das ist eklig, ja. Nein, nicht hier. Ah, siehst du, das Gespenst will tatsächlich. Das Gespenst will tatsächlich zum Friedhof jetzt wahrscheinlich. Das lässt uns jetzt nirgends reingehen, bis wir es zum Friedhof gebracht haben. Das werden wir jetzt auf jeden Fall nochmal angehen. Wieso flimmert das Bild? Keine Ahnung. Flimmert sonst noch bei wem das Bild? Bei mir nicht. Nö. Zum Friedhof, zum Friedhof. Folgt er uns auch, wenn wir uns beamen? Mambos Teich. Ach, ist das Mambos Teich? Das ist Mambos Teich? Aha. Da unten ist der Friedhof. Da will sie bestimmt hin, oder? Darunter vielleicht? Ne. Vielleicht in den geheimen Farben-Dungeon? Nein, nicht hier! Die auch verschieben? Ja, da kommen nur Geister raus. Gucken, in welche Richtung die... Boah! Ein Riesengeist. Ernsthaft? Flimmert nicht mehr. Guti. Wäre auch nervig sonst, ne?
Das Haus. Bring mich an der Bucht. Warum sagst du das jetzt erst? Das Haus an der Bucht. Oh, falsch. Aber wir können ja trotzdem mal speichern. Das Haus an der Bucht. Ach, an der Zwergenbucht. Das Haus an der Zwergenbucht, das Einsame. Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 Zwergenbucht. Da war dieses leere Haus. Da gehört der Geist hin. Das haben wir ja schon entdeckt. Das war nix. Ups. Ah, das war auch nix. Jetzt aber. Hier geht ein mein Haus. Das war dein Haus. Wer bist du denn? Guckt sich überall um. Ich kann mich nicht bewegen, ne? Ach ja, wie früher, Nostalgie. Geist ist der geilste. Was hast du denn? Kann man dir irgendwie helfen? Genug Friedhof, bring mich mein Grab. Jetzt doch zum Friedhof. Willst du jetzt abschließen oder wie? Die Jammerstimme allein, ja. Oha! Da. Oh, angenehm, wenn man sich so hin und her teleportieren kann. Nicht mehr diese ewig langen Wege. Di-di-di-di. Immer wieder der gleiche Song. Ganz egal. Es macht uns Freude. Di-di-di-di-di. So, welches ist denn dein Grab? Fräuleinlein. Du wirst uns ja hoffentlich irgendwie sagen, wenn wir da im Grab sind. Das Geister, ne? Kann man die gar nicht machen irgendwie? Mein Grab! Mit den Blumen! Mit den Blumen? Was sind denn die Blümchen? Habe ich die Blumen natürlich wahrscheinlich alle kaputt gemacht, ne? Warte mal. Können wir ganz kurz in das Haus rein? Ja. Ach, das Grab mit den Blumen. Ja, nee, das ist ja auch gar nicht auf dem Friedhof. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Das ist ja hier. Das ist ja hier im Dorf, war das doch. Das war doch hier irgendwo. Nee. Nicht im Dorf. Da ist es. Da ist es. Da ist es. Wir hatten dieses eine Grab mit den Blumen. Und da haben wir es. Manchmal stelle ich mich ein bisschen doof an und brauche ein bisschen, bis ich in die Gänge komme. Danke. Mein Schatz für dich nutze ihn. Enterhaken, oder? Tschüss. Eine Flasche! Eine zweite Flasche. Sie scheint groß genug für eine Fee zu sein. Uhu, endlich, da bist du wieder. Um das große Fischmaul zu gelangen, musst du an einer Stelle der Zwergenbucht tauchen. So wie du es eben schon gemacht hast. Du kommst dem Windfisch immer näher. Die Zeit des Erwachens ist nicht mehr fern. Das weiß ich doch.